In diesem Video geht es wieder um eine Software, die ich dir heute zeigen möchte. Und zwar geht es um EduDip. Das ist eine klassische Webinar-Software, die es schon seit Jahren auf dem Markt gibt. Und sie hat sich für mein Empfinden in den letzten Jahren doch sehr gemausert. Ist mit allen Features, hat sozusagen das altbackene Image abgelegt, weil es war vorher so ein bisschen komplizierter Raum, war nicht so stabil, läuft alles super inzwischen. Das Ganze ist DSGVO-konform und natürlich auch Privacy Shield unabhängig, heißt der Europäische Gerichtshof hatte ja dieses Urteil gesprochen. Mit EduDip seid ihr auf der sicheren Seite. Noch dazu ist das Ganze browserbasiert, also was will man mehr? Ich möchte euch einfach mal zeigen, was diese Software genau kann. Wir starten gleich nach dem Intro. Ja, mein Name ist Gwendolin und du bist hier richtig, wenn du Tipps und Tools kennenlernen möchtest, um deine Reichweite zu vergrößern und deine Sichtbarkeit im Internet zu vergrößern oder überhaupt erstmal sichtbar zu werden. Das Ganze funktioniert hier auf dem Kanal mit Webinaren, mit Pinterest und mit Videos. Sie überschneiden sich so ein bisschen, diese Tools, und heute geht es wieder um eine Webinar-Software, um EduDip. Das habe ich ja eben schon angekündigt, und wir gehen jetzt auch direkt in die Software und schauen uns das Ganze einfach mal an. Wir sind hier jetzt auf der Seite von EduDip und loggen uns direkt einfach mal in die Software ein, damit ich dir zeigen kann, wie das Dashboard aussieht, welche Möglichkeiten du hast, was du alles einstellen kannst, ja, und wie du letztendlich deine Webinare mit EduDip halten kannst. Einmal das Login und weiter geht's. Da sind wir auch schon im Dashboard direkt angekommen. Du siehst hier, wie das fast in jeder Software ist, die du kennst, die ich bisher gezeigt habe. Das ist auf der linken Seite gibt es die ganzen Einstellungen und auf der rechten Seite oder vielmehr auf dem Rest des Bildschirms, wie hier zu sehen, bekommst du die gesamte Übersicht. Welche Webinare gehalten wurden, welche Reportings es gibt, dass du ein neues Webinar erstellen kannst, ist recht oft rechts oben ganz prominent, aber hier auch nochmal direkt zu sehen. Ja, und welches deine letzten Anmeldungen waren und Aufzeichnungen deiner Webinare. Du siehst, hier ist im Moment nicht so furchtbar viel zu sehen, weil ich habe ein wenig mit der Software herumgespielt. Ich kenne noch das alte EduDip. Das hier ist jetzt EduDip Next. Und wir machen einfach mal ein kleines Tutorial daraus. Ich zeige dir die verschiedenen Funktionen, was alles geht, auch wenn hier bisher noch ein paar Daten fehlen. Wie du hier siehst, Landingpage und Anmeldungen, da ist jetzt nicht so viel. Das sind alles Probeläufe von mir, darum hier solche kleinen Graphen. Aber das soll uns jetzt nicht weiter aufhalten, das soll uns nicht weiter stören. Wir schauen einfach mal direkt rein. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, Webinare. Und hier siehst du schon die Übersicht aller Webinare, die angelegt sind, beziehungsweise abgelaufene oder auch noch geplante, also kommende, wie hier zum Beispiel Webinar-Software-Test, das kommt noch. Und je nachdem, wie viel du hier anlegst, je nachdem, wie viel du hier planst, wenn du hier zum Beispiel eine Serie planst, das ist dann alles hier angelegt und du hast jederzeit den kompletten Überblick. Hier oben hast du noch die Möglichkeit, die Webinare zu durchsuchen. Dafür müssen sie natürlich gut benannt sein und dann kannst du direkt nach dem Namen suchen oder aber du suchst hier nach dem Referenten. In diesem Fall bin das nur ich, weil das meine Lizenz ist. Hat man aber weitere Lizenzen sozusagen unter dieser einen vergeben, also gibt es weitere, was sind das, Administratoren, dann sind die hier aufgeführt und du kannst zum Beispiel nach den verschiedenen Referenten, Administratoren suchen und kannst gucken, welche Webinare angelegt sind. Ist es deine Einzellizenz, wirst nur du da stehen. Der nächste Punkt ist, glaube ich, recht selbsterklärend, die Aufzeichnungen. Hier sind jetzt keine Aufzeichnungen, ich habe bisher kein Webinar aufgezeichnet, aber auch hier wieder würdest du alle Aufzeichnungen finden, die du jemals durchgeführt hast, also all deine aufgezeichneten Webinare, ebenfalls wieder sehr komfortabel mit Suchfunktion. Dann haben wir als nächsten Punkt die Teilnehmerverwaltung. Die Teilnehmerverwaltung ist ein sehr zentraler Punkt einer Webinar-Software, weil genau das ja das Schöne ist an einer Webinar-Software. Wir wollen die Teilnehmer verwalten können. Das heißt, wir wollen kein externes Programm oder auch keine Excel-Tabellen. Also es gibt die dollsten Sachen. Ich habe schon viele Varianten gehört.
Wir wollen die Teilnehmer in der Software verwalten können. Und das klappt hier ganz problemlos. Du kannst sehen, alle Teilnehmer oder du suchst direkt nach Namen. Du hast hier die Filtermöglichkeiten oder ansonsten bekommst du hier auch die gesamte Auflistung aller Teilnehmer, die jemals an deinen Webinaren teilgenommen haben, beziehungsweise die sich eben über deine Landingpage, die zeige ich dir gleich, für das Webinar angemeldet haben. Welches auch immer. Alle hier in einer Verwaltung, super komfortabel für dich, alles schnell wiederzufinden. Und last but not least hast du sogar die Möglichkeit, das Ganze als Excel-Datei herunterzuladen und zum Beispiel in dein E-Mail-Provider-Programm einzufügen. Natürlich musst du das da dann sondiert einfügen, beziehungsweise wenn sich die Leute auch direkt, also deine Teilnehmer direkt für den Newsletter angemeldet haben, darfst du die Adressen ganz normal weiterverwenden. Dann gehen wir mal auf den nächsten Punkt, das Reporting. Hast du eben schon auf der ersten Seite gesehen mit diesem Graphen. Auch hier ist jetzt nicht viel zu sehen, aber du siehst, man kann genau gucken, was für Zahlen da sind, wo sich wie angemeldet wurde, was geklickt wurde. Und ja, hier siehst du halt kleine Graphen. Also das Ganze ist natürlich interessant, wenn du wirklich dann Webinare durchführst, wenn deine Teilnehmer eben zum Beispiel über die Landingpage gekommen sind, wer denn anwesend war, wer angemeldet war, wie viele Personen denn letztendlich auch wirklich da waren und so weiter. All das kannst du hier ganz genau aussuchen, hast noch die Möglichkeit, Daten einzugeben, sprich genau zu gucken, in welchem Webinar das wie war und bekommst einen ganz tollen Überblick. Also wer Analysen mag, hier ist es schön aufgezeigt. Dann haben wir als nächstes die Teamverwaltung. Die ist in diesem Fall ja sehr unspektakulär. Es gibt nämlich nur mich selbst als Team. Aber was ich eben schon sagte, wenn es eben verschiedene Personen gibt, ich bin hier der Hauptlizenznehmer und Administrator und Moderator in einer Person. Diese verschiedenen Rollen lassen sich natürlich verteilen und dann hast du hier auch mehr Namen, wenn du eben weitere Teammitglieder hier anlegen möchtest. Dann die Automation. Damit ist jetzt nicht das automatisierte Webinar gemeint, sondern vielmehr die E-Mails. Du hast eben im Vorfeld die Möglichkeit, wenn sich jemand angemeldet hat, also natürlich direkt das Ganze zu bestätigen, danach nochmal eine Erinnerung zu schicken, wir beginnen in 5 Minuten oder in einer Stunde oder wie auch immer. Und dann zum Beispiel ein Follow-up nach dem Webinar nochmal daran erinnern oder vielleicht nochmal Dateien zuschicken oder eben ein Call to Action, was auch immer nach deinem Webinar noch passieren soll. Und dann hast du hier die besagte Möglichkeit des Double Opt-in, da klicke ich mal eben drauf, dass man sich auch noch für den Newsletter anmelden kann. In dem Moment darfst du natürlich die E-Mail-Adressen für deinen Newsletter weiterverwenden. Dann haben wir hier Rechnungen. Das sind die Rechnungen, die dir zugeschickt werden für deine Lizenz. Und dann haben wir hier noch Einstellungen. Gucken wir mal rein. Hier kannst du verschiedene Einstellungen vornehmen. Hier kannst du verschiedene Einstellungen vornehmen, zum Beispiel deinen Namen, ein Profilbild, Bewertung ja, nein, E-Mail-Benachrichtigung, Newsletter und so weiter. Also das kannst du hier aussuchen. Rechnungsdaten noch einmal eingeben. Ja, dann die Farben anpassen für deine Landingpage, für deinen Webinarraum, all das geht. Auch die verfügbare Sprache kann man aussuchen. Ganz besonders toll, Impressum und AGB, also du machst das Ganze hier gleich DSGVO-konform. Direkt in dieser Software, muss nicht wieder von irgendwo nach irgendwo geleitet werden mit irgendwelchen Links, sondern es wird direkt hier angezeigt und ja, das ist sowieso ein Riesenvorteil. Ich glaube, das sagte ich anfangs bereits. EduDip ist made in Germany, damit komplett DSGVO-konform. Du hast also gar keine Probleme, auch keine Probleme mit dem gerade gekippten Privacy Shield, weil die Daten natürlich nicht in Amerika, sondern in Deutschland gesammelt werden. Okay, ach ja, dann haben wir noch die Lobby. Die siehst du auch gleich, da werden die Teilnehmer empfangen, bevor es im Webinar losgeht. Dann haben wir noch den Punkt jetzt Vorteile sichern. Wenn ich darauf klicke, siehst du das Preismodell von EduDip. Hier kannst du das direkt einstellen. 12 Monate, 24 Monate oder 1 Monat, je nachdem variieren die Preise. Wenn du dich entscheidest für EduDip, kannst du dir das passende Preismodell und die passenden Möglichkeiten, das siehst du hier ja auch, welche Features gehören dazu, das kannst du dir hier in Ruhe anschauen und auswählen. Wir gehen wieder zurück. Dann haben wir noch den Hilfebereich und Logout. Logout, gehen wir her, verlassen wir hier diese Software.
Wir wollen jetzt ein neues Webinar anlegen und wir gehen dafür auf Webinar erstellen und nehmen als Zeitpunkt, nehmen wir mal den 30.09.2020. Dann würde ich sagen, die Uhrzeit 9. 9 ist vielleicht ein bisschen sportlich, nehmen wir 9.30 Uhr. Wir sagen, das Ganze soll 60 Minuten dauern, dann kann man so ungefähr 45 Minuten Inhalt anbieten und eine Viertelstunde auf jeden Fall für Fragen oder Kommentare und so weiter einplanen. Und der Titel des Webinars ist Webinar am Mittwoch. So, damit habe ich sozusagen erstmal die Basics erstellt. Klicke jetzt auf Weiter und sehe schon, meine maximale Teilnehmerzahl ist 20. Das lassen wir jetzt so eingestellt. Mehr Teilnehmer sollen dort auch nicht teilnehmen. Das Webinar wird nicht aufgezeichnet. Wir gehen jetzt auf Webinar aufzeichnen. Das bedeutet, das Webinar wird automatisch aufgezeichnet, wenn es dann beginnt. Telefoneinwahl nicht aktiv. Das wird ein reines Voice-over-IP-Webinar und der Link ist nicht öffentlich. Nur eingeladene Nutzer dürfen teilnehmen. Wenn du einen öffentlichen Link hast, dann kann man sich natürlich über diese Landingpage öffentlich anmelden und kann dann direkt an deinem Webinar teilnehmen. Wenn du ein informatives Webinar hast, ist das sicherlich auch sehr sinnvoll. Hast du ein teaminternes Webinar oder vielleicht ein Webinar für eine geschlossene Gruppe, dann brauchst du das nicht, dann weißt du die E-Mail-Adressen deiner Nutzer und wirst hier nur mit eingeladenen Nutzern arbeiten. Das ist so der Unterschied bei diesem Wer darf teilnehmen. Wir gehen mal auf Weiter. Jetzt habe ich die Möglichkeit, nach einem erfolgreich angelegten Webinar direkt den Webinarraum zu betreten. Da kann ich zum Beispiel schon mal etwas vorbereiten, kann Umfragen anlegen oder ähnliches. Und ich kann das alles da gestalten, so wie ich möchte, ohne dass die Teilnehmer zugucken können. Selbst wenn jetzt jemand den Link hätte, käme er nicht rein, sondern käme nur bis zur Lobby und ich müsste die Person dann erstmal einlassen, also sprich das Webinar starten. Wir gehen gleich in den Webinarraum, weil ich dir natürlich gerne zeigen möchte, was da so möglich ist. Ich möchte dir aber vorher noch einmal diese Landingpage, diese ominöse, von der wir geredet haben, zeigen. Und zwar hast du hier einen extra Link. Das sieht super aus. Du siehst hier auch, du kannst nochmal eine Vorschau ansehen. Du kannst alles anpassen, sowohl die verschiedenen Felder als natürlich auch die Farben oder auch ein anderes Bild auswählen. Hier kannst ein Bild von dir, also sprich dem Moderator, dem Veranstalter hier zeigen und beschreibst nochmal, worum es eigentlich gehen soll in dem Webinar und kannst natürlich diesen Link mit dieser Landingpage teilen, sodass zum Beispiel bei Facebook oder ähnlichem, sodass sich Personen für dein Webinar anmelden können. Wie gesagt, wenn es ein öffentliches Webinar ist, zum Beispiel zu deinen Serviceleistungen oder Schulung zu einem bestimmten Thema, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, diesen Weg zu gehen, weil, wie wir eben schon gesehen hatten, man sollte nicht vergessen, du sammelst auch gleichzeitig E-Mail-Adressen für deine E-Mail-Liste und hast dann so potenzielle neue Kunden bzw. Interessenten, denen du natürlich Infomaterial zusenden kannst oder deinen Newsletter oder eben Schulungsmaterial, was auch immer. Du hast zumindest Zugriff auf diese Leute, bis sie sich wieder abmelden. So, dann gehen wir nochmal zurück. Das ist die Landingpage gewesen. So, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Teilnehmer einzuladen. Zeige ich dir auch kurz. Hier kannst du direkt eingeben, welche Teilnehmer du einlädst, also kannst du hinzufügen. Oder aber du siehst auch hier oben schon, dass du Teilnehmer importieren kannst. Wenn du also schon eine Liste hast, kannst du die ganz komfortabel hier importieren und loslegen. Jetzt kommen wir aber dazu, uns einfach mal den Webinarraum anzuschauen. Weil der ist ja quasi das Herzstück des Ganzen und sozusagen auch das Zentrale des Ganzen hier. Wir sind jetzt hier vor dem Webinar und ich schalte direkt mal das Mikrofon und die Kamera aus, damit man mich hier nicht doppelt sieht, beziehungsweise damit wir keine Rückkopplung haben. Du schaltest natürlich für dein Webinar beides ein. Also du aktivierst die Geräte auf jeden Fall. So, und jetzt siehst du auch schon, wie das Ganze aufgebaut ist. So funktioniert. Hier hast du zum einen die Präsentation. Du siehst da oben die Seitenanzahl, kannst also durch die Präsentation blättern. Hier siehst du den Moderator und ich schalte jetzt einmal das Kamerabild ein, sodass wir sehen können, wie das Ganze angezeigt wird.
So, das Kamerabild sitzt jetzt an dieser Stelle, während hier eine Präsentation gehalten wird. Also immer, wenn etwas anderes als ein Sprecher sozusagen in dem Webinar gezeigt werden soll, dann wird das Kamerabild oben rechts angezeigt. Du kannst natürlich auch hier umschalten, wenn man zum Beispiel den Sprecher direkt prominent sehen soll, und gehst wieder zurück zur Präsentation. Diese Möglichkeiten bestehen, das ist flüssig hin und her schaltbar, und dann kannst du weiter durch die Präsentation klicken. Zum Beispiel, wenn man jetzt in der Präsentation eine Frage-Antwort-Runde macht und nicht mehr auf die Präsentation starren will, weil auch deine Teilnehmer natürlich es schöner finden, wenn aktiv etwas auf deinem Bildschirm passiert, kannst du hier hin und her schalten und zack, wieder zurück. Und so ist das Ganze etwas lebendiger. Schalten wir die Kamera hier wieder aus. Du siehst, jetzt kommen wieder die Initialien und man hört mich noch. Und ich zeige dir einfach weitere Einstellungen. Hier hast du die Möglichkeit, deinen Bildschirm zu teilen. Du siehst schon Screensharing, und wir gehen mal auf Freigeben. Jetzt gibt es diese Möglichkeiten, einmal den gesamten Bildschirm. Das heißt, es würde mein gesamter Monitor gezeigt werden. Du siehst schon, hier ist mein Hintergrundbild. Dann gibt es die Möglichkeit Anwendungsfenster. Das ist jetzt nur die Anwendung, die du gerade geöffnet hast. Welche auch immer das auf deinem Bildschirm ist, hast du mehrere, kannst du zwischen mehreren auswählen. Oder aber wir haben hier den Chrome-Tab. Da siehst du meine drei Chrome-Tabs, die ich derzeit geöffnet habe. Und ich könnte jetzt einen ganz gezielt ansteuern und dann teilen. So. Dann gucken wir weiter. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, auch YouTube-Videos zum Beispiel zu hinterlegen, also hinzuzufügen. Die sind dann hier schon vorbereitet und man muss sie nur noch starten. Und das Ganze sieht dann so aus. Hier haben wir jetzt eine Edutip-Präsentation. Die wird dann gestartet und angezeigt. So, du siehst sie ganz normal flüssig. In dem Fall ist es eine Präsentation, aber als Film. Und so funktioniert das Ganze. Das kann man auch direkt wieder schließen. Dann hatten wir eben schon die Kameraeinstellung. Ich kann die Kamera eben hierher einstellen. Habe als nächsten Punkt, das ist ein bisschen verwirrend, man könnte meinen, Tortendiagramm, dass es Statistik ist. Es sind hier allerdings Umfragen. Und hier sind deine angelegten Umfragen. Also du gehst auf neue Umfrage erstellen, kannst dann hier eine Umfrage erstellen, kannst zum Beispiel auch mit mehreren Antworten erlauben. Wie auch immer, speicherst das Ganze. Wir gehen mal auf Abbrechen. Und dann erscheint sie hier. Ich habe eine angelegt, Test, die sieht dann so aus, Test, Test, ist jetzt nicht so wirklich aufregend. Ich habe mir auch nicht so wahnsinnig viel Mühe gegeben, hier ganz kreativ eine Umfrage anzulegen. Aber du siehst, was ich meine, es gibt verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und wenn jetzt die Teilnehmer zwischendurch einfach Auflockerungen erfahren sollen, beziehungsweise Interaktionen, dann startest du einfach mal eine Umfrage und erhältst du auch nochmal ein Feedback, zum Beispiel zu deinem Thema oder zu deinem Webinar. Gut. Und hier haben wir dann noch die Chat-Funktion. Das ist jetzt der riesige Chat hier auf dem großen Bildschirm. Du siehst, es geht im Moment an alle. Ich schreibe mal Hallo und dann erscheint das Ganze hier. Das ist recht sinnvoll, wenn es darum geht, zum Beispiel Fragen zu beantworten. Der Chat ist wirklich prominent zu sehen. Jeder kann mitlesen, jeder sieht die Fragen. Man kann das Ganze beantworten, indem man dann natürlich antwortet, also nicht schriftlich, sondern mündlich, und kann so aber dann mit einem schönen Überblick schauen, welche Fragen schon abgearbeitet wurden und welche nicht. Wir gehen mal zurück auf Präsentation, weil du da toll erkennen kannst. Hier gibt es den Ordner. Und in dem Ordner liegen Dokumente. Das heißt, das sind die Dokumente, die du hier vorher in den Raum angelegt hast, sodass du eben direkt während des Webinars darauf zugreifen kannst und das Ganze nutzen kannst. Und du siehst, hier haben wir diese So funktioniert Präsentation gestartet. Wir können jetzt aber zum Beispiel auch ein Whiteboard starten. Und dann nehmen wir mal Millimeterpapier, einfach weil es da ist, und gehen hier auf dieses Gefäß mit den bunten Stiften, Lineal und Ähnlichem, und haben jetzt hier die Möglichkeit, ein Whiteboard zu nutzen. Das Whiteboard ist jetzt für die Teilnehmer gesperrt. Ich kann es aber auch freigeben. Jetzt hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, zum Beispiel, ich male mal wie immer ein wenig Kritzelei, also auf diesem Whiteboard zu schreiben, zu malen, all diese Funktionen zu nutzen, die du hier siehst. Oder auch ein Screenshot von dem Gesagten zu machen.
Und ja, man kann so dann schön kollaborativ zusammenarbeiten, zusammen brainstormen, zusammen verschiedene Sachen ausfüllen, wie auch immer. Also die Teilnehmer voll mit einbinden. Das geht natürlich nur in kleinen Gruppen, aber es bietet eben auch da die Möglichkeit, einfach mal verschiedene Sachen zu zeigen und auf verschiedene Sachen einzugehen. Gut, dann schließen wir das auch wieder. Wir brauchen gerade kein Dokument, die können wieder geschlossen werden. Und hier gehen wir, also da gehen wir wieder raus. Macht er gerade nicht. Okay, ich wollte gerne das Whiteboard wieder schließen und dir einfach mal zeigen, dass ich mit einem Laserpointer, dafür müssen wir mal eben in die Präsentation zurück. So. Dass ich mit einem Laserpointer zum Beispiel auf verschiedene Punkte eingehen kann. Da sollte er sein, ist er auch. Wenn ich also was zeige während der Präsentation, kann ich wunderbar diesen Laserpointer benutzen und kann eben das nochmal unterstreichen oder nochmal zeigen, was ich gerade bespreche. Achso, das Whiteboard schließen wir auch wieder. Genau, und hier kannst du dann eben, wie gesagt, auswählen in den Dokumenten, was du gerne zeigen möchtest. So klickst du weiter durch die Präsentation. Ja, und das war's so im Großen und Ganzen. Jetzt möchte ich noch einmal darauf eingehen, dass du hier ganz rechts deine Teilnehmer siehst und eben auch siehst, welche Funktionen sie haben. Jetzt bin ich gerade die einzige Teilnehmerin und ich bin Moderatorin dieses Webinars, also wird es bei mir hier angezeigt. Hier unten hast du noch die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen. Hier erkennst du direkt, welche Einstellungen es gibt. Du kannst zum Beispiel die Kamera wechseln, sofern du mehrere Kameras hast. Du kannst das Mikrofon wechseln, je nachdem, welche Mikrofone du benutzt. Und ja, du kannst dir eben die Lautstärke und Aktivitäten anschauen. Also du hast hier ein paar Kleinigkeiten, die du noch einstellen kannst. Hier zum Beispiel Handzeichen, aktive Sprecher und so weiter. Das kannst du im Vorfeld oder auch während des Webinars einstellen bzw. ändern. Wenn man alles wieder schließt, ist es recht übersichtlich. Also du siehst, du kannst diese Reitermenüs ausfahren bzw. wieder einklappen und hast eine sehr aufgeräumte, leicht zu bedienende, wirklich intuitiv bedienbare Software vor dir. Ja, das war jetzt der Webinarraum. Eins vielleicht noch zum Schluss. Wie sieht das Ganze aus, wenn man startet? Ich gehe jetzt mal auf Jetzt starten. Das heißt, ich würde jetzt die Veranstaltung für die Teilnehmer starten. Also alles, was ich bisher gemacht habe, hat keiner gesehen. Wenn ich jetzt den Raum öffne und es sind Teilnehmer schon da, dann können die jetzt teilnehmen und würden das Ganze sehen. Du siehst, die Aufzeichnung startet und das Webinar kann quasi beginnen mit den Teilnehmern. Wenn man das Webinar beendet, dann siehst du auch hier, das Webinar wird jetzt beendet und die Aufzeichnung wird nicht gespeichert, wenn das Ganze vor der eingestellten Startzeit beendet wurde. Also wir beenden das und es war jetzt ja nicht die offizielle Startzeit, also ist das Ganze abgebrochen. Also das Programm merkt, dass es eben nicht mein echtes Webinar war. Ja, so viel dazu. Ich denke, das war sehr übersichtlich hier in dieser Software. Und ich würde mich freuen, wenn du mir einfach mal deine Meinung dazu unter diesem Video in den Kommentaren mitteilst. Wie gefällt dir das? Gefällt dir diese Software im Vergleich vielleicht zu anderen besser oder schlechter? Und wenn ja, wieso? Oder bist du jetzt begeistert und möchtest RTDIP einfach mal ausprobieren? Wir schalten jetzt aber wieder zurück, raus aus der Software. Das war EduDip. Ja, wie ich finde, eine sehr aufgeräumte Software. Auch hier ein ganz klares Dashboard, ganz klar zu erkennen, was wie wo ist, was wie wo steht und was wie wo funktioniert. Ganz wichtig, gerade wenn man mit einer Webinar-Software startet, möchte man möglichst ein bedienerfreundliches, intuitives Tool haben und nicht etwas, wo man quasi ja mit der Kirche ums Dorf denken muss und sich erstmal überlegen muss, was wollen die eigentlich von mir? All das funktioniert hier wunderbar. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und einen guten Überblick geben. Wenn dir das Video gefallen hat, weißt du Bescheid. Ich freue mich über deinen Daumen hoch. Hinterlass mir doch einfach eine Nachricht in den Kommentaren, wofür du EduDip einsetzen möchtest oder ob du es einsetzen möchtest oder ob du es schon eingesetzt hast und wie du es findest. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin. Tschüss!